Hallo, Freunde der Wissenschaft. Einen kleinen Test haben wir noch gemacht. Und zwar haben wir S9-Torpedos gegen Eisberge eingesetzt, um zu schauen, wie die so reagieren. Hat auch ein paar Erkenntnisse gegeben. Zum Beispiel, dass Eisberge die Torpedos oder auch Raketen nicht zünden, sondern nur die Oberfläche, die dann dahinter kommt. Die selbst reichen halt nicht aus, um den Torpedo auszulösen. Das sieht man hier gleich in den ersten Test. Es wird natürlich ungelenkt geschossen. Man gut gesehen hat, schlug der Torpedo erst hinten in der Wand ein. Hier war schon dicht genug am Explosionsort dran und schleudert ihn weg. Offensichtlich kann man ihn damit in den Orbit befördern. Der hat sehr gut gesessen und hat ihn aber auch gut unter Wasser gedrückt, deswegen beschleunige ich jetzt mal mit sechsfach. Den letzten Torpedo wollten wir ja nicht nochmal so verschwenden. Also wurde Eisberg klassisch an Land gehievt. Und ja, wie man sehen kann, also sobald die an Land liegen und der Torpedo da direkt dahinter einschlägt, kriegt er einen Wahnsinns Beschleunigungsvektor in irgendeine Richtung. So, letzter Test. Noch mal ein bisschen langsamer. Sehr schöner Flug. Diesmal konnte man ihn schön verfolgen, weil er vom Oberflächenwinkel so schräg nach oben weggesteuert wurde und Pyxo so diesmal auch weiter weggeflogen ist, um halt besser den Eisberg verfolgen zu können. Ja. Also, sie reagieren sehr stark auf Explosionen. Sie wiegen ja auch nicht wirklich viel. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Naja, macht euch noch eine schöne Woche. Beste Grüße, euer Siro.